schon klar. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier. Dann mal normal. So. Kurz Ende. Neu. Bereit? Ja. 3, 2, 1, 0. Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier auf der Marsch. Mit dabei. Fast endlich her. Hallo. Ja, Mais Erde geht weiter. Und Allright hat übernommen. Mal schauen, wo jetzt hinkommt mit, der, mit den Wänden. Aber ich nehme mal so einen Kauf, dass das klappen sollte. Wollen wir auch kurz was gucken. Eine Aufnahme. Wie sieht's weiter? Heute ist Sonntag. Einen schönen Sonntag. Genau, einen schönen Sonntag. Ich hab dran gedacht. Ja, schön. Ja. Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich überhaupt aufnehme. Oh, ja gut. Ich habe dafür so einen Ordner immer offen nebenbei und dann sehe ich genau, aha, läuft. Ich will dann 7 Folgen machen und dann her. Oh! Shit. Ja. Ist mal so. Kommt vor. Jo. Ja, das klappt eigentlich mit dem Fahren. Ja, wie gesagt, mit 3 Vorgewänden kommt er besser klar. Man muss dann nicht wenden. So. Ich schalte mal durch. Ich glaube, Ballenpressen ist fertig. Alles schon im anderen. Achso, hat da reingefahren. Ja, das war's vorm Silo lag, schon ein bisschen weggeräumt. Ja. Wo ich gerade Zeit hatte, mal. Jo. Bunker ist noch voll. Aber ich denke mal, wir werden noch hier locker noch ein drittes Foul kriegen können, vielleicht. Mal sehen. Weiß ich, Da wäre eher nur 2. Das andere Feld ist aber gerade mal knapp zur Hälfte. Ja, vielleicht könnte das hier noch reinpassen. Ich weiß nicht. Kannst du nicht einschätzen. Wenn nicht, wird gequetscht. Mehr wie Gras, also von der Menge her. Hm. Aber mal schauen. Nächstes voll. So, mal sammeln. Ja, so viel Arbeit noch. Vor dem Umzug. Naja, wenn es weit ist, kommt der Umzug. Ja. Einmal schauen. Soweit ich weiß, muss er erst die Freigabe eines Mods warten, dass dann mal. Wird ja auf Mod veröffentlicht. Und da kannst du erst die Version freigeben oder veröffentlichen, wenn das entsprechend jeder auch runterladen kann. Frag man nicht, welchen Mod das ist. Das ist irgend so eine Produktion, glaube ich. Also Revamp, irgendwie sowas. Genau, sowas in der Richtung. Das macht ja keinen Sinn, wenn man sowas veröffentlicht und man hat den anderen noch gar nicht. Er hat den zwar schon bekommen vom Modder, weil er auch programmiert werden musste, aber wie gesagt, er kann es erst freischalten, wenn das... Die Kurve war zu schnell. Unfall. Oh. Bin wieder aufgestanden. Na dann. Bin wieder auferstanden. Weiß auch schon, warum damals hier Helmut Kohl dagegen war, dass Strauß nach Jerusalem beerdigt werden sollte. Da war schon mal einer auferstanden. Aha. Das waren noch Erzfeinde in der Partei. Ah ja. Aber die eine anderen nicht gegönnt. So. Heißt ja so, und die größten Feinde sind nicht außerhalb, sondern innerhalb der Partei. Ja. Konkurrenzkampf.
Postgeschacher, wer hat am meisten Macht? Ja. Je höher du bist, umso mehr kannst du Bestechungsgelder bekommen. Hm. Und wäre schon als Politiker ehrlich. Ja. Ist einer mit den schlechtesten Ruf, den die haben. Als Berufsgruppe. Aha. Meine Bank hat auch die Tarife erhöht. Oh nee. Ja, ja doch. Wollen alle mehr Geld haben. Ja. Bin ja gespannt, wann wir im Herbst wie viel Prozente wieder kriegen. Der Teufelskreis mit der Inflation, du kommst ja nicht hinterher. Ja. Die Preise werden noch richtig steigen, schätze ich mal erst im Herbst, wenn die neue Ernte kommt. Weil die alle mehr verdienen und dann entsprechend die Preise steigen werden. Dünger soll auch teuer sein und die für Gerste und für Getreide, also alles im Prinzip, was teuer ist. Da kommen schon den Preis hin, was aktuell für 1000 Euro, glaube ich, für Raps, glaube ich, aktuell. Das sind Rekordpreise, das Doppelte als sonst. Sei dem Bauern nicht gönnt, aber wir müssen am Ende bezahlen, ne? Ja. Die ist ja an der Milch und Butter. Mhm. Aber ich kaufe Milch immer, wenn Angebot ist. Für 85 Cent. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Jo. Aber irgendwann ist es soweit, wenn eine Überproduktion ist, dann ist es meistens irgendwann wieder, geht es im Preis wieder runter. Aber die Produktionskosten bleiben trotzdem hoch. Dann kriegen wir einige Bauern pleite. Ja. Ja. Hast du schon Gold und Silber gekauft? Nee. Sachwerte ist ja wichtig. Sachwerte. Mhm. Gates ist der größte Landbesitzer in den USA. Er hat sein Geld in Land investiert. Der will aber kein Bauer sein, der will hinterher wieder verkaufen, wenn die Währungsreform kommt. Ja. Und neues Geld bekommen. Will mir keiner glauben. Dann heißt das plötzlich, wir haben am Morgen neue Währung. Ja. Dann wird sich die Nullen da hinten ein bisschen reduzieren. Heißt dann digitaler Euro. Ja. Nur noch in Digitalform. Kein Bargeld mehr. So totale Kontrolle mit dem Geld. Nach dem Motto, wenn du nicht brav bist, dann kannst du auch nicht bezahlen. Mm. Dann sind deine Finanzflüsse gesperrt. An bestimmten Stellen. Zum Beispiel, wenn du einen Flug machen möchtest, Urlaub oder so, und du warst nicht brav, dann darfst du nicht fliegen. No. So wie in China. Da ist es schon so. Aber 17 Uhr. Ja. Schön dunkel im Spiel.
Ja. Und schummrig. Oh, kommt bald der Regen. Aber das kann doch nicht stören. Die Rüben macht halt nichts. Ja, für die Rüben müsst ihr eigentlich einen Zuckerrüben haben, ne? Eigentlich, ja. Ja. Mal schauen. Da kriegt man ein bisschen Geld. Manchmal geschehen Wunder. Lotto gewinnen oder wie? Ja, sowas in der Art. Lotto! Du musst nur spielen, ne? Oh, Leitplanke! Die Leitplanke hat mich gerettet, hat mich gebremst. Na dann. Gleich die Zeit? 10 Minuten. Ja. Gut im Rennen. Weil ich gehe den Ball verschwunden hier. Um 17 Uhr. Gülle 150.000, aber ein bisschen Geld kommen wir ja, bekommen wir ja. So die breitere Wahl sie gekauft, ne? Gemietet. Achso. Wieder voll. Und Prozente haben wir keine gemacht, glaube ich nicht. Nö. Geht zwar jetzt rein in ein paar Meter das Zeug, aber. Naja, was soll's. Abbrechen und trotzdem kassieren und sehen, ob klappt. Wie gesagt, die Summe, die wir zahlen müssen, ne, schreiben. Ja. Aber sieht doch schon gut voll, also gut gefüllt. Muss abbrechen, wo die Ballen verschwinden, ne? Ich glaube ja. Und dann machen wir immer so Geld. Blockiert. Hat er sich selber einen Ball hingelegt, der Bursche. Alles gut. Blockiert. 20%. Gibt Düngemission. Mal. Da haben wir keine Fahrzeuge frei. Noch später näher. Doch, wir haben den kleinen MF frei. Doch, der ist frei, ja. Oh, der andere ist auch fertig. Gewalt wäre alles. Das ist eine kleine Stelle. Er hat hier eine Silo-Band gebaut. Wer? Alles gut. Gut, geht wieder. Nacharbeiten. Das ist zu viel.
Attacksbonus 52%. Achso, gedüngt. Achso, okay. Ich sehe gerade, ist ja nicht gedüngt. Ja. Gute Personalfragen wollen wir entsprechend eh nachdüngen. Ja. Deswegen ist er nicht gedüngt. Ja, wir haben noch zwei Felder, drei eigentlich normalerweise, ne? Mit Rüben. Weil man weiß halt, das dauert noch ein bisschen. Da. Das kann aber dauern. Im Winter könnten wir Kies verkaufen, ne? Ja. Das wäre gar nicht so schlecht. Nach dem Kartenneustart ist wieder da. Wow. Dann müssen wir vorher verkaufen. Im Winter, denke ich mal. Im Winter. Im Winter. Dafür können wir ja nichts, wenn das so gemacht wird, ne? Ja. Sind wir unschuldig. Mein Hase, ich weiß von nichts, das hat er mir gesagt, der Hase. Oder Schulz. Ich höre nichts, ich sehe nichts und ich will nichts wissen. So, Zuschauer, das sollte schon fertig gewesen sein. Wir sagen mal schon danke, dass ihr reinschauen. Mach's gut, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Montag, zur neuen Woche. Hier auf dem Arsch. Tschüss. Ciao, ciao.